Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal hier von, ja, wie heißen die? Koinecke, feiner Genuss, Genießerküche probieren. Und zwar habe ich mitgenommen Nudeln in Tomatensauce mit gebratener Jagdwurst. Frisch und schonend zubereitet. Das Ganze wird in 4 Minuten in der Mikrowelle gemacht. Ich habe dieses hier von Norma mitgebracht. Ja, und dann gucken wir uns doch mal die Zutatenliste an. Ich hoffe, ihr könnt sie lesen. Und hier ist die Nährwerttabelle. Ja, Koinecke, genau. Koinecke heißen die. Energie hat das 100 Gramm 115 Kilokalorien. Ja gut, das ist jetzt, ich sage mal, im ersten Blick nicht so viel. Inhalt sind 400 Gramm, also sind das 230, 460 Kilokalorien, das ganze Schälchen. Ja, ich sage mal, das ist ein guter Wert für eine komplette Mahlzeit. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. So sieht es auf jeden Fall im, ja, rohen Zustand, sage ich mal in Anführungsstrichen, aus. Serviervorschlag, ja, das ist auch immer so ein Teil, dieses Foto und dann hier dieses realistische, da sind jedes Mal Welten dabei, aber ich meine gut. Grüße aus dem Harz. Aha, die kommen also sicherlich ganz aus meiner Nähe, muss ich doch dann nachher mal gucken. Unter www.koinecke-feinkost.de, wer da Interesse hat, kann da auch mal drauf schauen. Und ja, Ballenstedt, genau, da steht's ja, richtig, am Rande des Harzes. Ja gut, das ist dann doch nicht so nah dran, weil wir sind auch am Rande des Harzes, aber auf der anderen Seite des Harzes. Aber trotzdem, ich sage mal, relativ nah. Wobei relativ ist. Gut, wir werden das jetzt hier in der Mikrowelle machen. Wir sehen uns gleich, wenn es heiß und zum Testen rangeht, sehen wir uns wieder. Also bis gleich. So, ja. Yeah. So sieht es jetzt, ich sage mal, fertig aus der Mikrowelle aus. So sollte es ja eigentlich aussehen, aber das ist ja klar. So wird, glaube ich, kein Fertiggericht aussehen. So, und jetzt wollen wir das Ganze mal hier probieren, wie das denn wohl schmeckt. Mhm. Ja, also zu den, ups, ist ja fast gar nicht auf dem Bild, zu den Nudeln. Die Nudeln sind gut durch, sage ich mal. Sie sind ja gerade so an der Grenze von lasch zum Zerfallen so.
Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also sie haben noch ja kein Biss mehr, aber sie haben noch so eine feste Struktur, sage ich mal, sind aber schon kurz vorm Zerkochen. Die Wurst schmeckt man ganz deutlich als angebratene Wurst, das ist richtig. Zu der Soße muss ich sagen, die Soße ist mir persönlich ein bisschen zu süß im Geschmack. Das Fruchtige, das kommt auch nicht so richtig raus. Wie gesagt, sie ist mir ein bisschen als Tomatensoße zu süß. Die Nudeln gerade so an der Grenze zum Zerfall. Die Wurst, muss ich sagen, die ist natürlich, die schmeckt mir relativ gut. Also hat schon was. Bloß wie gesagt, die Soße mir persönlich ein bisschen zu süß. Deswegen gebe ich hier auch nur 4 Sterne. Weil, wie gesagt, gut, Geschmäcker sind verschieden. Mir persönlich sagt jetzt diese Soße nicht unbedingt so dermaßen zu, dass ich sagen kann, jawohl, das ist die Soße. Wer süße Tomatensoße mag, für den ist das sicherlich was. Mir ist er, wie gesagt, ein bisschen zu süß. Ein bisschen mehr Fruchtanteil drin. Also ein fruchtiger Geschmack und sie hätte volle 5 Sterne bekommen. So nur 4. Okay, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe ja natürlich mal wieder, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt das Video auch gerne teilen auf Facebook, auf Instagram, auf Google+, wo immer ihr möchtet, habe ich absolut nichts dagegen. Und selbstverständlich würde ich mich natürlich auch riesig über ein Abo freuen. Ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.